Du! Wo ist dein Meister? Ach, Scheiße! Nein, komm zurück! Wo? Am Palast! Sie sind am Palast! Danke. Große Beute. Packt alles ein, Jungs. Besser als den Bauern ihr Kupfer zu stehlen, was? Das ist ein einfallsreicher Lümmel. Das war's. Ich sehe dich. Ihr seid hoffentlich schnappt ihn. Das an. Selbst die Nachttöpfe sind aus Gold. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Das ist eine gute Idee, oder was?
Alter, gemäßigter! Teufel, ist das Nerz? Sieht so aus. Anu, keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Was ist denn los?
Arno. Siehst nicht gut aus. Und du siehst aus, als wolltest du etwas von mir. Wie kannst du so reden, nachdem du einfach verschwunden bist? Du hast recht deutlich gemacht, dass du meine Dienste nicht länger benötigst. Lass das. Wage es nicht, so mit mir zu reden. Was soll ich denn bitte sagen, Elise? Verzeih mir, dass ich dich nicht sterben ließ? Entschuldige, dass dein Leben mir wichtiger ist als der Tod von Germain? Ich dachte, wir wollten beide dasselbe. Was ich wollte, warst du. Ich ertrage es nicht, dass mein Leichtsinn deinen Vater tötete. Alles, was ich seitdem tat, geschah, um es wieder gut zu machen. Damit so etwas nicht noch einmal passiert. Du bist doch hergekommen, weil du etwas willst. Was ist es? Paris steht vor einer Zerreißprobe. Germain hat die Revolution auf eine neue Stufe der Verderbnis geführt. Die Guillotinen arbeiten jetzt fast rund um die Uhr. Und was soll ich tun, um das zu ändern? Der Arnaud, den ich liebe, würde diese Frage nicht stellen. Du bist doch besser als das. Ich gehe zurück nach Paris. Kommst du mit? Eins muss ich noch erledigen. Nun gut. Ich kümmere mich um den Transport. Sei vorsichtig. Komm heil wieder. Sieh nur, was du uns eingebrockt hast. Maul halten da drin! Soweit ist es mit Frankreich nun gekommen. Parasiten saugen die Revolution aus! Thank you.
vie. Par la grâce de Dieu, laisse... Ihre revolutionären Brüder und Schwestern müssen essen! Ihr seid hier! Den Mündern der Kinder zu fehlen. Recht muss gesprochen werden. Schnelles, unheftes, unbeugsames Recht bringt die Verurteilten. Vorräte und versteckt euch wie Ratten. Warum? Weil ihr gierig seid. Haltet ihn! Haltet ihn! Beschützt mich! Die Freiheit hat keine Verwendung für Wankelmut!
Eh bien, vous espériez... Un intrus! Dors! Et tout de suite! Non, mais a-t-on déjà vu ça? Dois-je appeler la garde? Dors! Un intrus! C'est une propriété privée! Vous n'avez rien à faire ici! Fichez le camp! Vous allez payer! Même s'il faut tuer tous vos gardes! Dors! Dois-je appeler la garde? Et tout de suite! Vous n'avez rien à faire ici! Mais a-t-on déjà vu ça? Un intrus! C'est une propriété privée ici, vous savez! Entlassen? Aber warum? Weil Monsieur Latouche euer letzter Bericht einige Fehler enthielt. Monsieur, ich habe es dreimal überprüft. Alles korrekt. 10.000 Livres sind aus der Schatzkammer Ihrer Majestät verschwunden. Tut mir leid, Latouche. Guten Tag. Monsieur Latouche, ich hörte, Ihr wart Steuereintreiber. Ja, Herr. Gut. Ich kann jemanden wie euch gebrauchen. Das sind Parasiten, nichts weniger. Wie meint ihr das? Ich meine gierige Bastarde, die Geld veruntreuen, anstatt ihre Arbeit zu tun. Wenn du nur die Hälfte davon wüsstest, was die Ratten vom Chef aufschnappen. Erzählt mir mehr über euren Chef. Wie ihr wünscht. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Und was soll ich tun, Großmeister? Ich vertraue eure Dienste den Händen unseres Agenten im Konvent an. Le Pelletier? Le Pelletier mag nützlich sein, doch wir haben noch andere Freunde in der Regierung. Monsieur Latouche, darf ich vorstellen, Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, ich höre, dass Versailles von Parasiten befallen ist. Dors! Et tout de suite! Non! Zwei Sekunden. Wir sind nah dran, Novize. Zwischen Arnaud und Germain kommt es in den nächsten Monaten zu einer Konfrontation. Wir wissen bloß nicht, wo oder wie sie endete. Wir zählen darauf, dass du es rausfindest. Ich hab's. Das Portal ist offen. Wenn alles gut läuft, ist es deine letzte Zwangsmigration. Und wenn's nicht so gut läuft, erleidest du einen hippocampalen Schock und wirst den Rest deines Lebens durch eine Sonde ernährt. Lass uns das nicht vertiefen, okay? Das könnte dir bekannt vorkommen. Paris im Mittelalter, spätes 14. Jahrhundert. Du bist außerhalb der Stadtmauer. Ich schlage vor, du suchst dir einen Weg zurück. Thank you.
Föderation bricht zusammen. Finde den Ausgang. Schnell! Meiner Stimme. Geh zum Ausgang. Schnell! Okay, Novize, bringen wir das zu Ende. Du hast es fast geschafft. Viel hat sich verändert seit deiner Abreise aus Paris. Viel, was korrigiert werden muss. Und wir sind Jamar keinen Schritt näher. Ganz so ist es auch nicht. Ich habe einen Namen. Und? Robespierre.